Viele Deutschlerner beschweren sich, wenn es um das Thema Passiv geht, weil sie denken, dass das total kompliziert ist und dass man das niemals verstehen kann. So ist es aber nicht. Ich kann dich beruhigen. Das Thema Passiv ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn du dir einmal klar machst, wie es funktioniert und warum wir das Passiv eigentlich brauchen. Und genau dabei möchte ich dir mit diesem Video helfen. Bist du bereit? Dann geht's los. Let's go! Bevor wir mit den Details und der Bildung der Passivformen starten, lass uns ganz am Anfang beginnen. Was ist das Passiv eigentlich? Vielleicht weißt du, dass es im Deutschen und, soweit ich weiß, in vielen anderen Sprachen auch zwei sogenannte Diathesen gibt, also Handlungsrichtungen, die beschreiben, ob etwas aktiv oder passiv passiert. Beim Aktiv passiert, wie ja der Name schon sagt, ganz aktiv etwas. Das heißt, das Subjekt eines Satzes tut aktiv etwas. Zum Beispiel, ich lese ein Buch. Du backst einen Kuchen. Meine Schwester schreibt eine E-Mail. Du kannst auch immer fragen, wer tut das? Also ich oder du oder meine Schwester tut das. Das sind also unsere ganz normalen Aktivsätze. Im Passiv ist es aber egal, wer etwas tut. Viel wichtiger ist das, was passiert. Und deshalb fragst du nicht mehr, wer tut etwas, sondern was passiert. Der Kuchen wird gebacken, die E-Mail wird geschrieben und so weiter. Es ist also, wie gesagt, egal, ob das ich bin oder du oder die Cousine meiner Nachbarin. Wichtig ist nur das, was passiert. Wie bilden wir jetzt das Passiv? Und wie du in den Beispielen gesehen hast, brauchen wir für das Passiv unser Hilfsverb werden und das Partizip 2, also das Partizip Perfekt. Zum Beispiel wird gebacken, wird geschrieben, wird geputzt und so weiter. Und die Konjugation von werden siehst du hier. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet und sie werden. Das Partizip 2 steht dann immer am Satzende, also ganz am Ende des Satzes. Zum Beispiel, der Kuchen wird gerade gebacken. Die E-Mail wird in wenigen Minuten geschickt. Die Waschbecken werden heute Nachmittag geputzt. Wenn du aus einem Aktivsatz einen Passivsatz machen möchtest, gehst du folgendermaßen vor. Das Akkusativobjekt wird dein neues Subjekt und das Subjekt im Aktivsatz wird weggelassen. Dann setzt du noch das Verb ins Partizip 2 und ergänzt eine Form von werden, also dein Hilfsverb werden. Das klingt kompliziert, das ist es aber gar nicht. Schau dir mal das Beispiel an. Ich schreibe den Brief. Den Brief ist unser Akkusativobjekt. Im Passiv machen wir aus dem Akkusativ den Nominativ, weil es unser neues Subjekt wird. Also sagen wir, der Brief wird geschrieben. Oder wir waschen die Teller. Die Teller ist Akkusativ Plural. Im Passiv wird das unser Subjekt. Und wir sagen, die Teller, Plural, werden gewaschen. In unseren Beispielen haben wir immer das Passiv im Präsens benutzt. Natürlich gibt es das Passiv auch in anderen Zeiten. Die häufigsten Vergangenheitszeiten sind das Präteritum und das Perfekt. Im Präteritum ist das total einfach, weil du nur die Formen von werden ins Präteritum setzen musst. Also anstelle von werde sagst du wurde. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet und sie wurden. Der Rest bleibt genau so, also am Satzende steht auch hier das Partizip 2. Das heißt, aus dem Satz, der Brief wird geschrieben, wird jetzt, der Brief wurde geschrieben. Oder die Teller werden gewaschen, die Teller wurden gewaschen. Das Passiv Perfekt ist da ein bisschen spezieller, es ist aber auch nicht kompliziert. Du brauchst hier immer eine Form von sein. Also ich bin, du bist, er ist. Und am Ende des Satzes steht jetzt das Partizip 2 und das Wort worden. Und dieses Wort worden kannst du nicht verändern. Das wird nicht konjugiert. Das bleibt immer so. Das heißt, du sagst, der Brief
ist geschrieben worden. Die Teller sind gewaschen worden. Die Schuhe sind geputzt worden. Das Paket ist verschickt worden. Das Haus ist gebaut worden. Die Bananen sind verkauft worden und so weiter. Auch im Plusquamperfekt und in den Futurformen gibt es das Passiv. Die gute Nachricht ist aber, dass wir es für die gesprochene Sprache sehr, sehr selten brauchen. Also das sind wieder typische Formen, die meistens in der Schriftsprache auftreten. Um unsere Liste hier aber vollständig zu machen, zeige ich dir trotzdem, wie du diese Formen bildest. Das Plusquamperfekt ist fast gleich wie das Perfekt. Die einzige Änderung ist die Form von sein. Die muss nämlich jetzt im Präteritum stehen. Du sagst also jetzt nicht mehr, die Schuhe sind geputzt worden, sondern die Schuhe waren geputzt worden. Und nicht, das Haus ist gebaut worden, sondern das Haus war gebaut worden. Im Futur 1 brauchen wir wieder unser Hilfsverb werden und das sogar zweimal. Du könntest sagen, das Haus wird gebaut werden. Das Paket wird verschickt werden. Oder die Schuhe werden geputzt werden. Wir konjugieren also das Hilfsverb werden im Präsens auf Position 2. Am Satzende steht unser Partizip perfekt plus werden. Und das Werden am Satzende ist der Infinitiv. Das heißt, das Werden am Ende musst du nicht konjugieren. Selbst im Futur 2 gibt es das Passiv. Und ja, ich gebe zu, diese Formen sehen ziemlich wild aus. Aber eigentlich musst du auch hier nur wieder das Hilfsverb werden konjugieren. Der Rest bleibt gleich. Zum Beispiel, das Paket wird verschickt worden sein. Die Schuhe werden geputzt worden sein. Das Haus wird gebaut worden sein. Die Formel hier lautet also werden, die konjugierte Form im Präsens, plus das Partizip 2 plus worden plus sein. Das Einzige, was du hier konjugieren musst, ist wie gesagt das Hilfsverb werden auf der zweiten Position. So, wir fassen noch einmal zusammen. Die wichtigsten Zeiten, die du im Passiv kennen solltest, gerade für die gesprochene Sprache, ist das Präsens, das Präteritum und vielleicht noch das Perfekt. Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2 kommen, wie gesagt, im gesprochenen Deutsch sehr, sehr selten vor. Das ist wirklich etwas, das du nur auf den sehr hohen Niveaus C1, C2 können solltest. Und noch eine kleine Besonderheit. Wir haben gesagt, dass im Passiv die handelnde Person nicht wichtig ist. Also, dass es egal ist, ob ich etwas mache oder du. Es gibt einige Fälle, in denen man trotzdem die handelnde Person nennen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Und das machen wir dann mit der Präposition von plus Dativ. Ich könnte zum Beispiel sagen, der Kuchen wird von meiner Schwester gebacken. Oder die E-Mail ist von meiner Kollegin geschickt worden. Ich hoffe, dir ist ein bisschen klarer geworden, warum und wie man das Passiv verwendet. Und ganz wichtig, du hast keine Angst mehr davor. Wenn du mehr zum Passiv wissen möchtest oder zu anderen Grammatikthemen des B2-Niveaus, dann komm sehr gerne in unseren Deutschkurs, die B2 Grammatikkurse Teil 1 und Teil 2. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn du wie immer dein eigenes Beispiel unter das Video in die Kommentare schreibst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.